Ryder hier. Bitte komm. Hyperion, Sam, hört mich jemand? Vergessen Sie's, Ryder. Sam ist offline. Der Comlink ist tot. Wir aber erstaunlicherweise nicht. Was ist mit den anderen? Keine Ahnung. Alles ist verschwommen. Das Shuttle ist auseinandergebrochen. Und was für ein Albtraum. Ja, das wird nicht unsere Heimat. Wir brauchen wohl eine erhöhte Position, um nach Überlebenden zu suchen. Gehen wir. Ryder, wie steht's um Ihr Überlebenstraining? Ich habe schon einiges durchgemacht. Nichts Verrücktes, aber... Tja, jetzt wird's verrückt. Diese Felsen da draußen fliegen. Terra Incognita. Einige dieser Pflanzen sehen wie Tentakel aus. Beim Absturz beschädigt. Ohne Nutzen für uns. Tja, ohne Sam lässt sich schwer sagen, was das... Diese Bauwerke, die wir beim Anflug gesehen haben. Wer kann an so einem Ort überleben? Ich glaube, das will ich gar nicht wissen. Oh, kleiner Sicherheitshinweis. Nicht die Luft einatmen. Ich habe das auf die harte Tour rausgefunden. Verstanden. Denken Sie, diese Energiewolke, die wir gesehen haben, könnte das alles verursachen? Laut Sam besteht sie aus dunkler Energie, aber sie ist im Weltall. Tja, sie ist eben eine krasse Wolke. Eine Wolke, die Felsen fliegen lässt. Was zum Teufel ist das? Na los, kommen Sie, wir müssen da durch. Das ist doch verrückt! Willkommen auf Habitat 7! Halt sie in Bewegung! Ah! Verdammt! Shit, das hat wehgetan! Sieht aus, als wäre es da drunter sicherer! Ist das real? Was zum Teufel stimmt nicht mit dieser Welt? Sie versucht uns umzubringen. Sehen Sie sich das an. Da oben fliegt irgendwas. Oh, wow. Hier leben Drachen. Korra wird es lieben. Wenn wir diese Felswand hochkommen, haben wir unsere erhöhte Position. Na los! Ich bin nicht sicher, ob es hier sinnvoll ist, das höchste Objekt zu sein. Ich glaube, ich sehe einen Weg nach oben. Wir können die Jetpacks einsetzen, falls nötig.
Dann mal los! Ich glaube, ich würde lieber abstürzen, als vom Blitz getroffen zu werden. Nur Geduld. Noch mehr leuchtende Pilze. Machen die diese Geräusche? Nein. Die kommen aus dem Inneren des Berges. Ich orte eine große Menge Energie. Mehr kann ich dazu nicht sagen, aber sie ist stark. Wie hat mein Dad sie gefunden? Ich war ein Kopf und später in einer Spezialeinheit. Echt? Ich erzähle ihm die Geschichte irgendwann mal bei einem Bier. Das wird knapp! Na los, wir kriegen das hin! Ah, ich glaube, ich kann die Spitze sehen. Machen Sie mal Platz. Danke. Was zum Teufel ist das? Auf jeden Fall kein Hotel. Nichts hier ergibt irgendeinen Sinn. Nein, aber alles ist tödlich. Heute stirbt niemand. Ryder, das ist Fischer. Warten Sie! Dort! Das Erstkontaktprotokoll? Tödliche Gewalt nur unter Feindbeschuss. Sowas schreibt nur jemand, der nie im Einsatz war. Wie gehen wir vor? Wir stellen uns auf das Schlimmste ein. Was ja auch meistens eintritt. Ein Wort und ich eröffne das Feuer. Sie haben uns noch nicht entdeckt. Scheiße, Sie sehen Fischer. Neuer Schuld! Er sieht uns. Wir verstehen Sie nicht. Geben Sie uns... Ich bin verletzt. Ich brauche... Können Sie... Okay. Das war's. Okay, Fischer? Ja. Ich dachte, ich wäre erledigt. Nicht gerade freundlich, die Typen. Wir haben es versucht, aber sie ließen uns keine Wahl. Nicht wirklich. Also laden wir nach und haken es ab. Wir wissen noch nicht mal, was wir wollten. Nichts Gutes bei den Waffen? Ja, wir sind ja die Aliens. Vielleicht verstehen wir sie ja nicht oder sie verstehen uns nicht. Es ist eine neue Galaxie. Vermutlich gelten hier andere Regeln. Eher gar keine, würde ich sagen. Was haben wir ihnen getan? Ich weiß nur eins, ihre Waffen sind genauso effektiv wie unsere. Wo sind die anderen? Tot. Kirkland und Greer wollten Hilfe holen. Ah, komm, mein Ball! Geht's? Ah, ich glaube, es ist gebrochen. Gehen Sie und suchen Sie nach den anderen. Sicher? Ja, finden Sie raus, wie wir hier wegkommen. Und erledigen Sie noch ein paar von denen. Wow, sehen Sie sich die Leichen an. Was sind das für Dinger? Ich habe hier keinen Kontakt zu Sam, aber ich versuche mal daraus schlau zu werden. Sie sind DNA-basiert und ihre Panzerung scheint eine Art Knochenstruktur zu sein. Die Genetikdaten sind allerdings vollkommen chaotisch.
Das Leben hat hier offenbar eine andere Richtung eingeschlagen, was? Bei seinem Freund. Ich hoffe, dem anderen Team geht's gut. Wir finden es schon. Allerdings sollten wir die Gegend vorher vielleicht ein wenig auskundschaften. Sie sind der Aufklärungsexperte. Mach ihn! Natürlich. Es sah aus, als wüssten Sie mit einer Waffe umzugehen. Ich war eine Weile bei den Friedenstruppen der Allianz. Das ist Ausrüstung aus einem unserer Shuttles. Gut, der Atmosphärensensor funktioniert noch. Lassen Sie mich raten. Er zeigt an, dass wir die Luft hier nicht atmen sollten. Ja, aber er registriert keinerlei industrielle Schadstoffe. Das ist also nicht der Grund, wieso hier alles tot ist. Und es sind auch... Hören Sie das? Ist das Kirkland? Ich ergebe mich. Ich sagte, ich ergebe mich. Sie haben ihn erschossen! Wenn Sie einen Kampf wollen, können Sie ihn haben! Einer ist da noch! Das war der Letzte. Ich fasse es nicht, dass das hier wirklich passiert. Hat Kirkland es geschafft? Schön looten hier. Keine Vitalzeichen. Sie haben ihn einfach kaltblütig ermordet. Er wollte sich ergeben. Wieso haben Sie ihn getötet? Würden wir anders mit ihnen umgehen, wenn sie plötzlich bis an die Zähne bewaffnet auf der Erde auftauchen würden? Wahrscheinlich nicht. Damit kommt eine friedliche Lösung nicht mehr in Frage. Sobald wir die anderen gefunden haben, werden wir zurückkommen und seinen Leichnam abholen. Ich hoffe nur, Greer ist noch am Leben. Trotzdem, sehen Sie sich nur diese Architektur an. Das ist einfach unglaublich. Okay, das ist merkwürdig. Selbst mit diesen Daten habe ich keine Ahnung, welchem Zweck das hier dient. Versuchen Sie sich mal vorzustellen, wie derjenige gedacht haben muss, der es erfunden hat. Ich weiß nicht, ob das überhaupt möglich ist. Unsere Evolution hat sich 2 Millionen Lichtjahre entfernt abgespielt. Ganz schön unheimlich, wenn man so darüber nachdenkt. Sowas habe ich noch nie gesehen. Es sieht aus, als wäre es mindestens 300 oder 400 Jahre alt. Die Archen sind vor 600 Jahren aufgebrochen, richtig? Ja. Unsere Langstreckenscans hätten das hier nicht angezeigt. Diese Gebäude. Dieser Turm. Vielleicht war das alles noch nicht da, als wir die Milchstraße verlassen haben.
Sehen Sie mal, Signalraketen, da drüben. Das könnten unsere Leute sein. Ich markiere den Nachtpunkt. Scheiße. Was zum Teufel ist das? Da, passen Sie auf! Was ist das für ein Ding? Okay, es ist tot. Was auch immer es war. Es ist vollständig organisch. Ich sehe keinerlei Anzeichen für irgendeine Technologie. Wow, dann ist die Tarnung also biologisch? Ja, erstaunlich. Brand voraus! Das ist die andere Hälfte unseres Shuttles. Wahnsinn. Unfassbar, dass wir das überlebt haben. Noch sind wir nicht von dem Planeten runter. Scheiße. Bewegung in unserem Bereich. Das ist ein Hinterhalt! Oh, verdammt, sie haben uns überrascht! Achtung, da ist eins dieser Tiere! Auf Tarnung achten! Oder sie. Die lassen uns keine Wahl. Sie wollen uns einkesseln. Position 6 Uhr sichern. Und 2 Uhr. Und 8. Na, wer ist jetzt tot, Arschloch? Na also, wir haben sie alle erwischt. Sie machen das ziemlich gut, Ryder. Naja, ich hatte früher den einen oder anderen Kampf gegen Piraten. Ich hab... einen Schlag. Liam und Ryder sind weg. Was ist ihre Position? Pathfinder! Mayday! Mayday! Schiff in Notlage! Sir, unser Triebwerk ist ausgefallen. Bereiten Sie sich auf eine Notlandung vor. Hey, vielleicht haben Sie es geschafft. Wollen wir es hoffen. Ganz schön zu. Genau wie allem anderen auf dem Planeten. Naja, hoffen wir mal, dass niemand zu Hause ist. Ich glaube nicht, dass das überhaupt ein Zuhause ist. Ja, hier lebt niemand. Welchem Zweck dient es dann? Es sieht nicht aus wie die anderen Strukturen. Das Design ist anders. Es muss doch einen Weg geben, das Licht einzuschalten. Ah, wer weiß. Nennen wir es doch... merkwürdige Alien-Maschine. Jetzt können wir Sam wirklich brauchen. Ja, der ist leider noch offline. Was soll das alles? Wie erwartet, noch eine merkwürdige Alien-Maschine.
Ach was. Es gibt nur einen Weg mehr herauszufinden. Sie wollen sie doch nicht etwa anschalten. Chef Gustav! Schulterschutz! Dieselbe Sprache wie die Aliens. Was er wohl sagt? Wahrscheinlich tötet alle Menschen. Nichts. Was machen Sie da, Ryder? Verdammt! Das bedeutet nichts Gutes. Oh! Die merkwürdige Alienmaschine ist also ein Generator. Ja, klar. Warum auch nicht? Vielleicht hat er irgendwas gemacht. Hey, die Tür hat sich geöffnet. Ist das eine Art Forschungslabor? Möglich. Und dann hat es einen Tornado erwischt. Poesie klingt anders, was? Merkwürdig. Hören Sie das? Sieht aus, als wollten Sie einen Tunnel graben. Was auch immer da. Auf der anderen Seite der Tür ist jede Menge Energie. Sie ist vielleicht nicht umsonst geschlossen. Diese Typen haben hier rumgestochert, anstatt die Finger davon zu lassen. Ah! Vorsicht! Was denn? Da! Also jetzt auch noch Killer-Roboter? Den Geth zu Hause wird es hier gefallen. Irgendwelche Theorien, Aufklärungsexperte? Es gibt auf diesem Planeten irgendeine Technologie. Sehr alt. Unterirdisch. Und diese Aliens sind daran interessiert. So wie Archäologen? Ja. Blutrünstige Archäologen. Das Wetter ist immer noch schlecht. Achtung! Sie haben auf uns gewartet! Oh, verdammt! Sie haben einen funktionierenden Blitzableiter! Verfolgen diese Dinger uns? Fühlt sich langsam so ab! So gehe ich nicht unter! Das dürfte die kaum interessieren! Wonach es aussieht. Ein Schutz vor Blitzen. Ein Weg nach unten. Rechte Seite. Hören Sie das? Ja, Funkrauschen. Aber es ist ein Muster. Das Rauschen wird lauter. Was immer das verursacht, es ist jetzt viel näher! Thank you.
Ryder, da drüben ist eine Art Höhle. Sehen Sie sich das an. Das sieht schon eher nach der goldenen Welt aus, die mein Vater erwartet hatte. Wenn das Ding auch nur ansatzweise mit den Pflanzen in der Milchstraße vergleichbar ist, gibt es definitiv Anzeichen für zelluläre Mutation. Er hat überlebt. Ich schätze, das macht ihm zum Alpha-Baum, was? Ja. Aber was ist aus all seinen Freunden da draußen geworden? Ein totes Tier. Gefangen in einer Art Falle. Und es ist noch nicht lange her. Ob die Aliens sie aufgestellt haben? Falls ja, sind sie zu niemandem nett. Oder sie sind am Verhungern. Wie ist das hier überhaupt möglich? Es könnte ein extremes Beispiel für ein Mikroklima sein. Vielleicht wurde es ja all die Jahre durch die Höhle geschützt. Während der Rest des Planeten gestorben ist? Da draußen ist irgendwas Übles passiert. Aber das heißt auch, dass es Hoffnung gibt. Das Leben, wie wir es kennen, kann in Andromeda gedeihen. Wo geht's denn da hin? Dieses Geräusch von unten? Alien-Götter der Unterwelt? Sagen Sie doch sowas nicht. Ich glaube, das sind Maschinen. Man spürt die Vibration. Ach, diese Ausmaße. Wer hat das alles gebaut? Alien-Götter. Wir haben uns entdeckt. Legen wir los. Die Luft ist rein. Das war der letzte. Toll. Die erste Spezies, der wir begegnen, will gleich Blut sehen. Tja, unseres kriegen sie jedenfalls nicht.
Es ist Julia. Komm aus der Milchstraße. Sie haben ihn. George! Hilfe! Durchhalten, Greer! Wir kommen!